machen wir gleich mal jetzt den zweiten von den Neon Scarlet Butterflies. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem KHUA Games Kanal. Und wir sind heute in Adopt Me und ja, hier neben mir sind wir immer noch im Video, wo wir die 20 Japan Eggs öffnen und ja, ich muss sie noch auswachsen, aber unterdessen machen wir gleich mal jetzt den zweiten von den Neon Scarlet Butterflies. Dazu gehen wir mal kurz in die Neonhöhle und ja, so hier rein und ja. So, hier ist der erste Scarlet Butterfly in Neon, den wir schon vorhin in einem Video gemacht haben. Das könnt ihr auch noch anschauen. Ich verlinke euch das noch in den Kommentaren. Und ja, jetzt machen wir heute Nummer 2. Nummer 3 könnten wir auch schon machen und Nummer 4, denn ich habe 12 Fullgrown Scarlet Butterflies, aber die machen wir noch nicht. Platzieren wir mal Nummer 1, dann Nummer 2. Nummer 3 und noch der letzte Scarlet Butterfly. Und jetzt bekommen wir Scarlet Butterfly Nummer 2 in Neon. Oha, hier ist er. Findet ihr die auch immer noch so schön wie ich? Und ich freue mich vor allem drauf, die bald mal in Mega Neon zu haben, denn in Mega Neon sehen die wunderbar aus. Schaut euch das mal an. So, Scarlet Butterfly hier in Mega Neon. Schaut euch das mal an, das sieht doch schön aus mit dem Gelb und auch mit dem Orange und Grün und allem, was es hier noch so hat. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das eigentlich mit dem Video. Wenn ihr noch mehrere Pets in Neon sehen wollt und wie ich sie zu Neon mache, dann abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Und kommentiert mal, ob ihr auch einen Scarlet Butterfly in Neon habt oder ob ihr einen machen würdet, wenn ihr einen machen könntet. Und ja, dann würde ich eigentlich sagen, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr sehen wollt, wie wir bald den Mega Neon Scarlet Butterfly machen und diese RGB-Boxen hier bekommen, diese drei. Dann ja, gibt es nur noch zu sagen, ciao!